Besuch aus Deutschland. Dr. Wilhelm Krull, der Generalsekretär der Volkswagen Stiftung, besucht die Projektkoordinatoren in Tiflis. Er will sich vor Ort ein Bild von der Situation machen. Für Peter Felix Henningsen und seine georgischen Kollegen Anlass genug, gemeinsam noch einmal die wichtigsten Stationen abzufahren und die Arbeit der vergangenen Monate Revue passieren zu lassen. Die kahlen Abraumhalden der Gold- und Kupfermine, der unbewachsene Damm der Flotationsanlage, die verschmutzten Flüsse und Kanäle, die kümmerlichen Pflanzen auf den Feldern. Für die Bodenkundler war schnell klar, das sind mögliche Zeichen einer starken Schwermetallbelastung. Um dies wissenschaftlich zu belegen, hat das deutsch-georgische Team gezielt Gewässer, Böden und Pflanzen im gesamten Maschavera-Tal beprobt. Am interdisziplinären Forschungszentrum der Justus-Liebig-Universität in Gießen haben die Wissenschaftler die zahlreichen Boden- und Pflanzenproben auf die Schwermetallgehalte analysiert. Zusätzlich wurden die mikrobiellen Eigenschaften der Böden untersucht. Die Ergebnisse waren eindeutig. Der Schwermetallgehalt der Böden ist stark erhöht. Die mikrobielle Enzymaktivität und Atmung im Boden reduziert. Ein großer Teil der geernteten Feldfrüchte dürfte aufgrund der stark erhöhten Cadmiumkonzentrationen in Ländern der Europäischen Union gar nicht in den Handel kommen. Sie haben sich jetzt einen Eindruck verschafft. Welche Bedeutung würden Sie dem Projekt beimessen? Na, ich denke, das Projekt erfüllt geradezu paradigmatisch drei wichtige Voraussetzungen, die wir mit dieser Förderung in Mittelasien, Kaukasus verbunden haben. Es ist eine problemorientierte Grundlagenforschung, eine internationale Zusammenarbeit und auch Nachwuchsförderung. Mit ihrer Suche nach einer Lösung gehen die Wissenschaftler bisher kaum erforschten Fragestellungen zur ökologischen Bedeutung von Schwermetallen in bewässerten, alkalischen Böden nach. Mit den Experimenten Kupfer, Zink und Cadmium mit Eisenoxiden zu binden und so die Schwermetallaufnahme durch Pflanzen zu reduzieren, gewinnen die Forscher neue Erkenntnisse für die Agrar- und Umweltwissenschaft. Angewandte Grundlagenforschung also, deren Ergebnisse die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft aus erster Hand erhalten haben. Das deutsch-georgische Team hat ganze Arbeit geleistet. Wilhelm Krull ist mit der Entwicklung des Projektes zufrieden. Eine Wissenschaftlerin aus der Region hat das Problem entdeckt. Mit ihrer Hilfe und vor allem auch mit den entsprechenden Instrumenten und Methoden konnte man die Sachverhalte aufklären, auch jetzt tendenziell zur Problemlösung beitragen und vor allem auch gleichzeitig wissenschaftlichem Nachwuchs Qualifikationschancen sowohl hier in Georgien wie in Deutschland eröffnen, die, da bin ich sicher, auch zu weiteren Kooperationen führen werden. Und das ist genau das, was wir auch erreichen möchten, dass nämlich langfristig für beide Seiten eine Win-Win-Situation entsteht. Und es geht weiter. Bis zum Sommer 2012 wollen die Wissenschaftler alle Untersuchungen und Experimente abgeschlossen haben und die Endergebnisse den verantwortlichen Politikern und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Ein Meilenstein in der Erforschung der ökologischen Bedeutung von Schwermetallen in landwirtschaftlich genutzten Böden ist das Projekt schon jetzt.